Genau, der dritte Punkt, also der wichtige, der jetzt für die Aufzeichnung da ist, ist die Evaluations Webseite ist jetzt offen geschaltet und ich möchte Sie gerne herzlich einladen. Nehmen Sie daran teil, evaluieren Sie die Vorlesung. Am besten natürlich gut. Und genau, ich hoffe, dass da genügend Teilnehmer Feedback geben. Das ist immer ganz gut, weil so eine Auswertung auf der einen Seite ganz schönes Feedback zu bekommen. Ich hoffe, dass wir auf Ihr Feedback bisher gut eingegangen sind, aber auch um langfristig einfach die Qualität der Vorlesung bewerten zu können. Okay, so, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind jetzt in der Netzwerkschicht und wir hatten das letzte Mal ja angerissen, wir haben betrachtet, wie die IP-Adressen vergeben werden. Wir hatten erstmal rückwirkend nochmal die ganzen IP-Adressen rekapituliert und da gab es noch die offene Frage, dürfen denn IP-Adressen auch auf eine Null enden? Und ich habe das nochmal nachrecherchiert und ja, die dürfen das, also die können, wenn sie in diesen, von der Subnet-Mask abgedeckt werden, ganz selbstverständlich auf Null enden. Historisch gesehen war es nur manchmal so, dass diese Null-Adressen eine besondere Funktion hatten, also auch als Broadcast identifiziert wurden. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber je nach Implementierung wird es manchmal falsch verstanden. Also manche Router hängen sich da drin auf und meinen, das wäre eine falsche Adresse, aber eigentlich ist es so, dass man diese Adressen, die auf Null enden, verwenden kann. Okay, und dann haben wir uns angeschaut, wie werden denn die IP-Adressen verteilt. Und da sind wir auf DHCP, genau, DHCP gekommen. Und DHCP hat halt die sehr nette Eigenschaft, dass wir pro Subnetz einen Verwalter haben, einen DHCP-Server, der alle verfügbaren IP-Adressen in diesem Netzwerk kennt und diese verwaltet und eben sie auf Anfrage zur Verfügung steht. Dazu hatten wir dieses Request-Response-Szenario, wo erstmal ein DHCP-Server gesucht wird mit dem DHCP-Discover. Dieser bietet sich dann mit dem Offer an. Dann wird eine Adresse angefragt und diese dann vergeben mit einer gewissen Laufzeit. Also hier ist die, ne? Jetzt ist hier was nicht angeschlossen. So. Genau, mit einer Laufzeit, wie lange diese IP-Adresse genutzt werden kann. Und dazu hatte ich nochmal eine ganz nette Grafik gefunden, die das auch darstellt, wie das denn aussieht. Genau. Hier mal rot dargestellt. Also wenn Sie eine, dazu kommen wir noch, wie die IP-Adressen aktuell aussehen. Es ist aber ganz nett, das mal visuell zu sehen. Also auf dem unteren linken Bild sehen Sie eine IP-Adresse, also die rote Farbe bedeutet Aktivität. Und um den Inhalt dieser Folie vorwegzunehmen, es lässt sich ja, wenn Sie so eine Webseite anschauen, werden oft Daten über Content Delivery Networks ausgelagert. Das heißt, es ist mittlerweile so, wenn Sie große Daten haben, wird es nicht mehr von dem einen Anbieter angeboten, sondern dieser nutzt die Dienste von Content Delivery Networks wie Akamai oder ähnlichen. Und diese CDNs, also Content Delivery Networks, haben überall auf der Erde Caches und dorthin werden die Kopien dieser großen Dateien zwischengelagert. Und dadurch, dass sehr viele Daten eben über diese CDNs abgerufen werden, sind sie in der Lage, global zu erfassen, wie viele verschiedene IP-Adressen kenne ich denn? Von wie vielen Geräten kommen jetzt denn die Anfragen? Und über die verschiedenen Jahre hinweg ist die Anzahl dieser IP-Adressen, die Web-Anfragen gestellt hatten, immer weiter gestiegen, bis so 2014, 15, 16, da stagniert es um die 1 Milliarde, also 900.000 herum, 900 Millionen herum. Okay, nur mal so zur Info. Also, aber das sind nur die Geräte, die wirklich Web-Nutzung haben und Anfragen stellen. Es gibt auch viele andere passive oder Server, die gar keine Anfragen selbst stellen. Und wenn man sich mal anschaut, wie ist denn diese Verteilung der IP-Adressen hinsichtlich der Aktivität, da kann man verschiedene Muster kennenlernen. Zum Beispiel hier dieses linke Bild, das zeigt eine statische Verteilung der IP-Adresse. Ja, also da gibt es einen Nutzer, einen Admin, der manuell die IP-Adressen zuteilt, zum Beispiel hier auf die Endung, ich weiß nicht, 160 oder so.
oder 140. Und diese eine IP-Adresse ist aktiv über die verschiedenen Zeiten hinweg. Also täglich hat sie da Aktivität. Genau, auf der X-Achse ist die Zeit. Und es gibt aber auch sehr viele IP-Adressen, die eben ungenutzt sind. Also wenn man es manuell verteilt, wenn man die IP-Adressen manuell verteilt, dann sieht man, dass diese zum Teil genutzt werden, aber die, die eben nicht genutzt werden, die liegen lange Zeit brach und sind eigentlich verschwendet. Das zweite Bild zeigt eine Round-Robin-Verteilung. Also das heißt, immer wenn eine IP-Adresse benötigt wird, wird eine zugeordnet, zum Beispiel zu diesem Zeitabschnitt wird eine zugeordnet, wird dann eine Zeit lang genutzt und dann wieder freigegeben. Und diese IP-Adressen wandern dann durch, also sie werden jeweils für eine Nutzung vergeben, bis sie eben nicht mehr genutzt wird und dann wird die nächste IP-Adresse vergeben. Und da sieht man diese Streifen, die zeitlich nach vorne schreiten, das heißt immer wieder welche IP-Adressen aus dem Pool werden vergeben, aber es gibt insgesamt weniger Nutzung, als IP-Adressen dafür eigentlich nötig gewesen wären. Auf diesen zwei rechten Bildern sieht man, wie zum Beispiel per DHCP IP-Adressen zugeteilt werden. Hier ist es mal mit einer langen Periode. Hier wird die IP-Adresse für eine lange Zeit vergeben. Und dann ist es so, dass ab der Vergabe wird es dann genutzt und irgendwann hört die Nutzung eben auf. Und für die IP-Adressen, die nicht vergeben wurden, sieht man keine Aktivität. Am besten ist die Ausnutzung der IP-Adressen, wenn, wie bei ISPs, die IP-Adressen kurzfristig vergeben werden, also nur für 24 Stunden, so wie es die ISPs eben machen. Normalerweise haben sie ja bei ihrem Router auch einen täglichen Reset in ihrer IP-Adresse und da ist die Auslastung und die Nutzung der verfügbaren IP-Adressen eigentlich ideal. Und da können Sie schon mal sehen, wie verschiedene IP-Zuordnungen, also IP-Adressenvergaben, sich auswirken auf die Nutzung und die eher effiziente Verwendung der IP-Adressen. Ganz interessant, also von den Zahlen her. Also wenn Sie mal weitere Details dazu wollen, das ist von einem Golem-Artikel, gar nicht so alt, zu der Verfügbarkeit von IPv4-Adressen. Insgesamt gibt es durch die 32-Bit-Beschränkung ca. 3,7 Milliarden IPv4-Adressen. Drei Viertel davon haben Destinations, also können geroutet werden. Für die anderen gibt es Fehler, da kommen wir noch dazu, wie Fehler aussehen. Und von diesen zeigen aber auch nur 1,2 Milliarden tatsächlich Aktivität. Das heißt, die Aussage ist, es sind zwar sehr viele IP-Adressen vergeben, aber wenn man die cleverer zuordnen würde, hätte man eigentlich mehr zur Verfügung, mehr freie IP-Adressen. Okay, das als kleiner Ausflug, um mal zu visualisieren, wie DHCP wirkt und welchen Vorteil es gegenüber einer statischen Verteilung bietet. Genau, und wichtig ist auch eben, für welche Zeit das vergeben wird. Und oft haben Sie dann wirklich einmal im Heimatnetz, also im Local Area Network, einen DHCP-Server bei einem Router. Dann bekommen Sie meist noch Ihre öffentliche IP-Adresse von dem ISP auch mit DHCP zugeordnet. Und darüber hinaus ist es eigentlich recht statisch. Okay, was haben wir noch kennengelernt? Wir haben gesehen, dass diese klassenlosen Adressierungen, bei der man die Subnetzmaske sehr genau eingeben kann, das heißt auf den Bit genau, es erlauben, dass man hierarchische Netzwerkkonstrukte erzeugt. Das heißt, es gibt ein Riesennetz mit einer kleinen Subnetzmaske, also hier die 20-Bit, die ersten 20-Bit beschreiben dieses Netzwerk. Und nach außen hin wirkt es wie ein großes Netzwerk und alle Adressen, die eben in diese Subnetzmaske reinpassen, werden dorthin geroutet. Alle Pakete kommen dort an. Wie es intern aufgebaut ist, das ist für das Internet außerhalb irrelevant. Das ist also ganz bequem. Man kann so ein gesamtes großes Netzwerk ganz gut aggregieren und man hat nur einen Eintrag, eben diese Adresse 223.16.0/20. Und alle Pakete werden dorthin geroutet. Und sobald die Pakete dort angekommen sind, lässt sich das noch weiter aufmachen und das Paket dann an das nächste Subnetz routen. Und es kann ja auch sein, dass es dann auch hier weitergeht mit einer
noch tieferen Subnetzmaske, Slash 26 zum Beispiel. Und das ist alles nach außen hin gekapselt. Das ist also ganz praktisch. Okay. Dann hatten wir noch kennengelernt, dass wir ja diese Adressknappheit haben. Da hatten wir auch gesehen, welche Gründe es dazu zum Beispiel gibt, dass die Adressen frühzeitig statisch zugewiesen wurden, die nicht genutzt werden, aber dennoch Adressen blockieren. Und ein Ansatz, dieses Problem zu beheben, dass man eben viel mehr Geräte hat, als es IP-Adressen gibt, ist dieses Network Address Translation, bei der es eben eine öffentliche IP-Adresse gibt, die sich aber mehrere interne Knoten teilen müssen. Und dieses Network Address Translation wird in dem Router umgesetzt. Das heißt, der Router erkennt, dass jetzt ein Paket von einer lokalen IP-Adresse kommt. Das heißt, diese IP-Adresse 10.0.0.1 ist eine lokale. Es kann nach außen nicht benutzt werden. Nach außen hin soll die globale IP-Adresse verwendet werden. Und der Router trägt jetzt in seine Tabelle dieses Mapping ein. Das heißt, von der lokalen Adresse 10.0.0.1 und Port 3345 übersetzt er die Einträge im IP-Header auf die globale IP-Adresse und einen neuen Port. Den kann er sich beliebig aussuchen. Und falls jetzt für diese Kombination, also öffentliche IP-Adresse plus dem vorher ausgedachten Port 5001, das eben in den Header reingeschrieben wurde, eine Antwort eingeht, dann schaut er in seine Tabelle, kann das Mapping vollziehen, tauscht wieder die Einträge im Header aus und schickt die Antwort an den Knoten im Inneren des Netzwerks. Und nach innen hin kann so also das lokale Netzwerk beliebig, also nicht beliebig groß sein, da gibt es ja auch nur endlich viele lokale IP-Adressen, aber schon ausreichend groß. Das Ganze ist nur limitiert durch die Anzahl der möglichen Ports. Also auch da die 16-Bit, 64.000, die sich die inneren Knoten im Local Area Network teilen müssen. Okay. Funktioniert aber ganz gut, weil wir nutzen das ja auch täglich. Dann haben wir noch kurz angerissen, wie man herumkommt, wie man diese NAT durchqueren kann. Entweder Sie konfigurieren Ihren Router fest, dass alle eingehenden Nachrichten an die öffentliche IP-Adresse plus Port XY, also alle Pakete, die zu dieser Kombination eingehen, sollen statisch immer auf einen internen Knoten weitergeleitet werden. Das kann man machen. Funktioniert auch immer ganz gut. Ist halt nur manuelle Arbeit, weil Sie den Router konfigurieren müssen. Wenn Sie das mal bei sich zu Hause machen und mal testen wollen, ob Sie quasi Ihren Rechner, also Ihren internen Rechner, der über den Router genattet wurde, erreichen können, dann werden Sie feststellen, dass nicht alle ISPs es unterstützen, dass Sie sich selbst Pakete zuschicken können. Ich habe das mal, als ich mir meinen Server zu Hause aufgesetzt habe, leidvoll erfahren. Also Sie können sich da nicht immer anpingen oder Ihren Server von sich selbst erreichen. Okay, also das ist eine gute Möglichkeit. Eine andere gute Möglichkeit ist es, Universal Plug and Play zu verwenden. Das definiert ein Internet Gateway Device Protokoll. Das heißt, Ihre Anwendung kann erkennen, dass es genattet ist, also in so einem NAT sitzt. Über das standardisierte Protokoll kann es mit diesem NAT eine Verbindung aufnehmen und sagen, ich hätte gern die und die Ports an mich weitergeleitet und Ihr NAT öffnet dann diese Ports. Ist also etwas bequemer, automatisch, Universal Plug and Play. Geht aber nicht immer und ist anwendungsabhängig. Und schließlich, ein Fall, der immer geht, ist, dass man ein Relay verwendet, also eine dritte Instanz, mit der sich beide verbinden können. Und sobald beide eine Verbindung zu diesem Relay aufgebaut haben, können sie ja über diesen Relay alle Pakete zwischenleiten. Und das funktioniert eigentlich immer. Das Problem ist nur, dass der Relay-Knoten dabei belastet wird, obwohl das technisch gar nicht eigentlich nötig wäre. Das ist halt ein Bottleneck, der noch zusätzlich hinzukommt, den man eigentlich gar nicht bräuchte. Okay, soweit sind wir in der Vorlesung gekommen. Heute werden wir uns anschauen, wie die Router untereinander kommunizieren. Also wir hatten bisher nur die IP-Protokolle kennengelernt, wie das Format dazu ist, welche Header wir haben. Und das ist zwar schön,
Aber was uns eigentlich jetzt fehlt, und dazu gehen wir jetzt über, ist einmal die Kommunikation zwischen den Routern untereinander. Das heißt, wie können sie zum Beispiel Fehlermeldungen untereinander signalisieren? Dann schwenken wir mal kurz auf den Bereich IPv6. Das heißt, wie kann man die Limitierung der begrenzten Adressen umgehen? Was ist da die Zukunft? Wie sieht es aktuell aus? Und dann kommt das Spannende, also dann verlassen wir quasi die Welt des Forwardings, bei der wir annehmen, wir haben eine Routing-Tabelle und in der steht drin, wenn ein Paket ankommt mit einer gewissen Zieladresse, schauen wir uns an, welches ist der längste Präfix, der dazu passt, und über diesen zugehörigen Ausgangsport verschicken wir das Paket. Also das war eigentlich ganz trivial. Die Frage wird sein, und das wird von den Routing-Algorithmen beantwortet, wie komme ich denn zu diesem Routing, zu dieser Routing-Tabelle? Woher weiß ich, dass Ausgang A dafür besser geeignet ist als Ausgang B? Okay, beginnen wir mal. Das ICMP, das ist ein Protokoll, also Internet Control Management Protocol, das zu dem IP-Protokoll definiert ist und das zur Kommunikation auch auf das IP-Protokoll aufsetzt. Das heißt, man hat erstmal dieses IP-Datenformat spezifiziert und direkt dabei schon den ersten Nutzer dieses IP-Protokolls, und zwar dieses ICMP, das eben da drauf aufsetzt. So, schauen wir uns nochmal an, wie die... Genau. Schauen wir uns nochmal an, wie dazu die... das IP-Protokoll aussah. Einen Moment, wo sind wir denn? Sind die Adressen? Nee. Ah ja. Mhm. Genau, das, so war es ja aufgebaut. Also wir haben immer diese feste Länge, Zieladresse, IP-Adresse, Prüfsumme, welches Protokoll ist weiter hoch, an welches Protokoll, also TCP oder UDP, ist hochgeleitet werden soll. Und das dient eigentlich initial ja nur dazu, diese höherschichtigen Protokolle von A nach B zu schicken. Das Besondere jetzt bei ICMP ist, dass es eigentlich in der Netzwerkschicht ist, also Layer 3, aber dennoch ein Protokoll der Layer 3-Schicht, also das IP-Protokoll, nutzt und eben nicht ein höheres Protokoll ist. Wie wird das, also wer verwendet es? Alle Hosts und alle Router können das verwenden und müssen es unterstützen. Darüber werden Fehlermeldungen kommuniziert, dass Hosts oder das Netzwerk oder der Port oder das Protokoll, an das es adressiert wurde, nicht erreichbar ist. Es unterstützt so ganz minimal auch diese Routenerkennung bzw. die Erkennung, ob denn ein Knoten irgendwo existiert, also so eine Echo-Anforderung, die Aufforderung, dass ein bestimmter Knoten antwortet. Okay, setzt auf das IP-Datagramm auf und es enthält folgende Informationen. Es enthält, ist eigentlich recht klein, es enthält ein Feld für einen Typ. Das kann diese verschiedenen Werte einnehmen und einen zusätzlichen Code. Plus enthält es noch einen Datenteil, der 8 Byte enthält des IP-Datagramms, welches eben diese Nachricht ausgelöst hat, also wenn es eine Fehlermeldung ist. Und nun kann in dieses Feld des Typs und des Codes können verschiedene Werte eingetragen werden. Gehen wir erstmal über die Fehlermeldungen, also Typ 3. Das sind als Fehlermeldungen. Entweder ist das Zielnetzwerk nicht erreichbar, das heißt, man hat irgendeine Destination-Adresse angegeben, zu der das dazugehörige Subnetz nicht existiert. Also zu diesem Subnetz ist keine Route bekannt. Und man weiß nicht, wie man weiter routen soll. Also das Zielnetzwerk ist nicht da, nicht erreichbar. Dann kann es aber sein, dass das Netzwerk erreichbar ist, aber darin die komplette IP-Adresse, also das, der Zielknoten, nicht erreichbar ist. Also es gibt keinen Eintrag dazu. Man weiß nicht, wie man im Zielnetz das zustellen soll. Dann kann es sein, dass der Host zwar da ist, aber wir vielleicht TCP angegeben haben als Protokoll, und auf diesem einen Port, der angegeben wurde, wir haben ja hier noch keinen Ports, und auf diesem einen Host kein TCP unterstützt wird.
oder man hätte UDP, aber es wird nicht unterstützt, oder man hätte irgendein exotisches Protokoll und das wird nicht unterstützt vom Protokollstack des Betriebssystems. Dann kann es sein, dass wir zwar den Protokollstack haben, also wir haben TCP und UDP, aber auf diesem spezifischen Port gibt es keinen Dienst, der lauscht, also der eine Nachricht annehmen würde. Okay, dann eine kleine Unterscheidung, unreachable und unknown. Das hängt damit zusammen, ob denn dazu der Knoten, der quasi den letzten Hop machen muss, um in dieses spezifische Netzwerk oder in den spezifischen, zum spezifischen Host zu kommen, ob der mal zwar verfügbar war, aber jetzt dieser festgestellt hat, der ist nicht mehr verfügbar, dann wäre es unreachable oder unknown, wenn es eben gar nicht zugestellt werden kann, wenn da kein zugehöriger Eintrag bekannt ist. Okay. Das zu den Fehlermeldungen. Dann haben wir die Möglichkeit, Congestion, also Überlauf, im Netzwerk zu signalisieren, wird aber nicht genutzt. Das wurde alles in die höheren Schichten ausgelagert. Typ 0 und 8 dienen dem Echo. Das heißt, das ist eine Aufforderung an eine spezielle Zieladresse, ein Echo-Reply zurückzuschicken. Das Schöne daran ist also, man erfährt erstmal, dass der Knoten online ist und zweitens, wie lange es gebraucht hat, bis die Antwort wieder zurückkommt. Dann gibt es zu dem Paket selbst mögliche Fehler, also nicht Fehler, also das ist ja schon im Routing-Protokoll vorgesehen, aber halt einen Zustand, der die Weiterleitung abbricht, entweder wenn der IP-Header falsch ist, dann wird es zurückgemeldet, oder wenn die Time-to-Live ausgelaufen ist, das heißt innerhalb von x Schritten das Ziel nicht erreicht wurde. Das wird dann auch dem Sender, initialen Sender zurückgemeldet. Und schließlich kann dieses ICMP auch genutzt werden, um Routen zu bewerben und eine Routing-Tabelle aufzubauen. Wie das genau gemacht wird, also was man da genau einträgt, das schauen wir uns dann weiter später an. Jetzt sind wir erstmal nur bei diesem Control-Management-Protokoll. Okay, und neben diesem Typ und Code sind auch die ersten 8 Byte des IP-Datagramms angegeben. Das ist ja manchmal ganz nützlich, wenn Sie eben wissen wollen, für welche Anfrage ist denn jetzt hier mein Paket verloren gegangen. Das heißt, in den 8 Byte steckt ja auch drin, genau, da können Sie das dann zuordnen, welche Anfrage, welches Paket Sie initial ausgeschickt haben. Okay. Ein Beispiel, wozu es zum Beispiel genutzt wird, also außer diesen typischen Aspekten fürs Routing und dass es da Fehlermeldungen geben kann, ist die Verwendung des Echos, um entweder einen Ping zu starten, also haben Sie mal jemals in Ihrem Leben einen Ping gestartet? Ja? Hat jemand das noch nicht gemacht? Das macht man manchmal, also hat wohl jeder gemacht, also scheinbar. Also wenn Sie einen Ping absetzen zu einer IP-Adresse, dann wird das Paket hingeschickt und das ist ein Echo-Request und der Knoten dort, wenn er so konfiguriert ist, dass er antworten soll, antwortet und Sie können die Differenz messen und wenn es eben periodisch gemacht wird, erhalten Sie immer wieder die Roundtrip-Time, die Sie messen können. Eine andere Anwendung davon ist Traceroute und zwar bestimmt das, ich glaube, dazu hatten wir ja das Beispiel mal gesehen, die Liste der zwischen dem Absendeknoten und dem Zielknoten liegenden Zwischenknoten. Das heißt, wenn Sie Traceroute zu einer gewissen IP-Adresse aufrufen, dann werden alle Zwischenknoten Ihnen aufgelistet und alle Roundtrip-Times zu diesem Zielknoten ebenfalls angegeben. Dazu erstellt Traceroute ein UDP-Paket, was zwei Elemente, genau, was eigentlich dabei gekennzeichnet ist, dass es erstmal den Time-to-Live im IP-Header auf 1 setzt. Das heißt, hier ist der Absender, da ist das Ziel, es gibt verschiedene Zwischenknoten. Und wenn der Time-to-Live auf 1 ist, dann wird zwar der erste Hop gegangen, dort aber festgestellt, dass es ein Time-to-Live-Exceeded-Fehlermeldung geworfen werden soll und diese dann mit dem Error nach TTL expired, also Typ 11, zurückgemeldet. Und dann wissen wir, okay, unsere erste Nachricht hat so und so lange gedauert, bis jetzt diese Fehlermeldung ankam. Das heißt, wir kennen den Time to Live, die Roundtrip Time zum Knoten, zum ersten Zwischenknoten. Dann wird die Time to Live auf 2 gesetzt. Es erfolgt wieder der erste selbe Sprung.
plus der nächste und dann ist wieder Time to Live ausgelaufen. Wir erfahren aber über den Weg, wie unsere Roundtrip Time bis zum zweiten Knoten ist. Und dann wird die Time to Live auf 3 gesetzt und so weiter, bis wir eben am Zielknoten ankommen. Und mit diesem kleinen Trick hat man jeden Zwischenknoten kennengelernt und jede Roundtrip Time zu jedem dieser Zwischenknoten. Genau, wie sieht das, wie sieht im Spezifischen diese ICMP Time Exceeded Nachricht aus? Die enthält ja immer den IP-Header. Dann habe ich ja gesagt, dass ICMP auf IP aufsetzt. Das heißt, die Nutzlast im IP-Paket, im IP-Datagramm ist eigentlich hier, dies hier. Und dort steht eben direkt schon der Header des ICMP-Pakets drin. Und zum ICMP-Paket, also das ist hier quasi die IP-Kapselung. Das ist die ICMP-Kapselung. Und da steckt drin, dass es die Fehlermeldung Time to Live Expired ist, also Typ 11, Code 0, Checksumme, also Prüfsumme. Dann ist eine Trennung und dann der IP-Header plus die ersten 32 Bytes des Pakets, das eben jetzt diesen Time to Live erfahren hat. Das heißt, mit diesem IP-Header des Pakets kennen wir schon, weil es war unser Ziel für das Paket. Wir können es zuordnen. Wir haben ja die ganze Information drin, Absender und Empfänger. Und die 32 Byte sind auch ganz nützlich, weil darin die TCP-Informationen, UDP-Informationen auch noch drin sind, die man dann noch auswerten könnte, wenn man möchte. Okay. Also eigentlich ganz, ganz praktisch. Woher wissen wir dann, wenn immer dieser Time to Live erhöht wird, dass wir letztlich beim Ziel angekommen sind? Wir wollen ja auch keinen Schaden anrichten. Wir wollen jetzt ja auch keine Anwendung, die da aktiv lauscht, beim Empfänger wirklich stört mit irgendwelchen Verwaltungspaketen. Daher wird dann ein Port verwendet von diesem UDP-Paket, der wahrscheinlich eben nicht verwendet wird, irgendein exotischer Port, von dem wir erwarten, dass es dazu eine Fehlermeldung geben wird, dass dieser Port nicht erreichbar ist, also ein Port unreachable Nachricht. Und sobald wir das bekommen, erfahren wir, dass wir beim zuständigen Host, also bei dem Host mit der Ziel-IP-Adresse angekommen sind und so wie geplant unser Port, der ausgewählt wurde, eben nicht erreichbar ist und wir die Antwort jetzt von dem Destination-Knoten, also von dem Zielknoten, erhalten. Okay. Probieren Sie das mal aus, das ist eigentlich ganz nett. Ich glaube, wir hatten in einer der ersten Vorlesungen dazu auch schon ein Beispiel gesehen, wie die Pakete über verschiedene Hops in die USA gehen und dann mit den ganzen Zeiten dazwischen. Ich kann das auf meinem Gerät leider nicht vorstellen. In der Virtual Machine gibt es da immer nur einen Hop. Das ist nicht so spannend. Aber probieren Sie es ruhig mal aus. Also unter Linux funktioniert das ganz gut. Okay. So viel zu ICMP. Also wird immer verwendet, wenn eben mehrere Knoten untereinander, mehrere Router untereinander kommunizieren wollen, Fehlermeldungen zurückschicken wollen. Und diese Fehlermeldungen sind dann doch ganz nützlich, um zum Beispiel zu erfahren, dass ein Zielnetzwerk nicht erreichbar ist oder dieser Weg, den man für das Routing ausgewählt hat, nicht mehr gut geeignet ist. Das erfährt man auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird der Sender informiert, dass eben das Paket nicht ankam, das ist auch gut, aber für die Router-zu-Router-Kommunikation ist es doch sehr nützlich. Okay, schauen wir uns also mal an, was haben wir für Probleme? Ich hatte diese Folie schon vorweggenommen. Wir haben 37 Milliarden IP-Adressen, von denen fast alle schon aufgebraucht sind, obwohl die nicht mehr aktiv, nur 32% werden aktiv genutzt. Aber dennoch sind die anderen fest zugewiesen und man verzichtet. Also die IP-Adressen bekommen haben, verzichten jetzt auch nicht groß freiwillig auf diesen Schatz sozusagen. Das ist ja ein begrenztes Gut. Und obwohl man theoretisch hier ansetzen könnte, da was zu verbessern und die Zuordnung neu zu machen,
ist die langfristige Perspektive dann doch umzusteigen auf ein neues IP-Protokoll, das genügend Raum bietet für mehr als 3,7 Milliarden Geräte, das eben in die ganz großen Zahlen geht. Okay, also das große Problem ist eben diese 32-Bit-Reduzierung, dass man darauf beschränkt ist. Das reicht nicht aus, weil wir haben einfach mehr Geräte, wir haben mehr Einzelnutzer, und wenn wir jede IP-Adresse noch uns vorstellen, dass dahinter noch mehrere Geräte sind, Local Area Networks, die selbst über so ein NAT gekapselt sind, das heißt, eigentlich haben wir nicht nur diese 1,2 Milliarden tatsächlichen aktiven Geräte, sondern es sind ja mehr aktive Subnetze oder aktive LANs, hinter denen noch viel mehr Geräte stecken könnten. Das heißt, letztlich wird man einfach viel mehr Adressen brauchen. Und genau, das war die Grundlage, um IPv6 aufzusetzen mit einer Verdopplung der Headerlänge. Das heißt, wir sind jetzt bei 40 Byte. Und man wollte noch andere Eigenschaften mit reinbringen. Das heißt, was noch unterstützt werden soll, ist Quality of Service. Und man hat noch erkannt, außer Quality of Service soll sonst nichts anderes drin sein. Das heißt, dass der Header wurde so weit vereinfacht, wie es eben nur geht, damit es eben hochperformant verarbeitet werden kann. Jedes einzelne Bit, das dann noch zusätzlich hinzugefügt wird, ist verzögert letztlich die Bandbreite, die einem zur Verfügung steht. Ich war auch selbst schon auf verschiedenen Konferenzen, und da gibt es manchmal ganze Forschungen dazu, wie man das Auslesen von IP-Adressen beschleunigen kann mit verschiedenen Hardware-Gattern, damit man da irgendwie ein kleines bisschen noch schneller die Pakete lesen, verarbeiten und weiterleiten kann. Und da ist jedes Bit eigentlich schon eine Belastung. Das heißt, was sind die Vereinfachungsziele? Einmal feste Länge und also auch keine Option mehr, die fallen weg. Und kein Fragmentieren, das soll nicht in den Routern geschehen, das soll komplett geblockt werden, bis ein Paket der Zielgröße verwendet wird. Das heißt, wie sieht das Paket dazu aus? Einmal haben wir die Version, das hatten wir ja auch bei IPv4. Und das ist auch wichtig, um eben, wenn ein Paket eingeht beim Router, muss er entscheiden, behandle ich es nach dem IPv4-Standard oder nach dem IPv6. Und sobald man diese Bits hier gelesen hat, entscheidet sich auch, wie die anderen Bits hier zu interpretieren sind. Okay, welche Felder haben wir? Wir haben hier einmal die wichtigsten Felder, die Quelladresse und die Zieladresse. Die sind jeweils 128 Bit groß. Das heißt, man hat hier von 32 eben auf 128 Bit das Ganze erhöht. Sie können jetzt 128 Adressen haben, und damit sind sie langfristig auf der sicheren Seite, jedes Atom auf der Welt irgendwie adressieren zu können. Oder sind Physiker unter Ihnen, die das bestätigen können oder nicht, aber jedenfalls jedes Sandkorn, das lässt sich adressieren. Okay, was haben wir noch? Was man auf jeden Fall auch immer braucht, ist eine Nutzdatenlänge. Das heißt, wir müssen auch wissen, wo endet das Paket. Wir wissen ja, der Header hat immer eine feste Länge von 40 Byte, hier für IPv6, und wir müssen wissen, wo unsere Daten enden. Was man auch benötigt, ist ein Hop-Limit, das heißt, das uns angibt, wie viele Schritte weiter können wir noch beim Routing gehen, bevor eben eine Fehlermeldung kommen muss. Und der Rest, das ist neu. Wir haben jetzt einmal die Verkehrsklasse, das heißt, darüber kann man Dienstgüteanforderungen hineinkodieren. Also wir können sagen, das hat die und die Priorität, das ist ein Echtzeit-Datenpaket, das muss bevorzugt behandelt werden. Es ist ein bisschen lange vorgeplant, klingt auch gut, ja. Also man kann dadurch eben Echtzeitkommunikation unterstützen, hat aber auch den kommerziellen oder für uns vielleicht den Nachteil, dass irgendwann man über diese Verkehrsklasse wirklich unterschiedliche Internetqualitäten haben kann und umsetzen kann, so dass es dann ein Internet mehrerer Klassen gibt,
wo sie quasi an alle Dienste nur herankommen, wenn sie sehr viel zahlen und Standarddienste vielleicht günstig sind, aber eben ganz schlechte Qualität haben. Also das ist so die Aufweichung von der Netzneutralität, die man darüber realisieren könnte. Okay, was haben wir noch? Wir haben jetzt hier ein Flow-Label, das heißt, man kann jetzt zusammengehörige Flüsse, so wie wir das mit dem Identifier, Fragment Identifier hatten, kennzeichnen. Das heißt, wir können darüber angeben, dass eben die Pakete zusammengehören. Ist manchmal ganz günstig, wenn man das beim Routing berücksichtigen will. Okay, und das, was noch hinzukam, ist der nächste Header. Vorher hatten wir optional noch weitere Header, das heißt, der Header konnte schwanken. Jetzt haben wir einen Pointer auf das nächste Header. Und das kann jetzt entweder sein ein TCP-Header oder eben was anderes, das dann eben in den Daten steckt. Das heißt, in diesem Next-Header-Field können Sie angeben, wie dieser Datenteil zu interpretieren ist und wohin dieser Datenteil beim Empfänger zugeordnet werden soll. Also soll TCP das verarbeiten oder UDP oder eine ICMP-Version zum Beispiel. Was hat man entfernt? Die Checksumme ist nicht mehr da, weil sie letztlich über andere Schichten realisiert wurde. Also wir haben ja auf sehr vielen Ebenen eine Überprüfung, ob die Nachricht fehlerfrei übertragen wurde. Das werden wir noch sehen. Wir haben die Sicherungsschicht eine Ebene tiefer. Das heißt, über die Kupferkabel und Ethernet und WLAN gibt es schon eine Sicherung, dass die 1:1 Kommunikation sicher erfolgte. Auch wenn man möchte, hat man ja auf der TCP-Ebene, also auf der Transmission Layer, auf dem Transmission Layer noch die Möglichkeit, auch da eine Überprüfung vorzunehmen, dass das Paket unverändert ankam. Und hier hat man eben diese Redundanz rausgenommen, um möglichst schnell die Pakete verarbeiten zu können und nicht noch pro Paket dann noch ein Checksum zu berechnen und zu prüfen, ob das passt oder nicht. Das heißt, wenn man möchte, kann man das auf die höheren Schichten auslagern. Auch wurden die Optionen entfernt. Das heißt, man hat immer noch die Möglichkeit, Optionen oder zusätzliche Header zu setzen, aber die sind jetzt nicht im Standardfall drin und immer leer, wie das vielleicht früher mal war, sondern man hat die Möglichkeit, über diesen Next Header Field in den Datenteil als nächstes eben einen nächsten Header zu setzen und darauf zu verweisen. Oft wird das nämlich, wenn es nicht TCP oder UDP ist, sondern was Exotisches, seltener verwendet und daher kann man sich diesen Schritt, der immer pro Header eines IP-Pakets benötigt wird, sparen. Warum ist es nochmal so wichtig, dass man da möglichst wenig drin hat? Weil die Router, die schauen sich eigentlich nur den Header-Teil an, die wollen eigentlich nur wissen, wohin muss es geroutet werden, und setzen danach das Paket auf diese Leitung. Und jedes Bit, das Sie da sparen, ist dann eben ein Gewinn. Okay. Was gibt es noch? Zusätzlich zu IPv6 gibt es noch eine neue Version von ICMP, das weitere Typen und Klassen definiert, wird aber auch über so ein Next Header Field definiert und lässt sich dann genauso, wie wir es vorher gesehen haben, anwenden. Das heißt, man hätte in diesem Next-Header-Feld hier eingetragen. Im Datenteil kommt jetzt ein ICMP-Paket und das muss eben von ICMP verarbeitet werden und lässt sich also parallel zu den TCP- oder UDP-Paketen dann verarbeiten. Okay, es wurde noch etwas weiter erweitert, weitere Netzwerkeigenschaften wurden eingenommen, Multicast-Gruppen. Wie gesagt, also da kommen wir noch dazu. Wir wollen jetzt erstmal nur schauen, was ändert sich denn fürs Routing. Okay, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt zwei IP-Protokolle gleichzeitig im Netzwerk laufen. Ja, was heißt das? Das heißt, entweder haben wir Router, die IPv6, also alle Router im Internet unterstützen IPv4. Das ist schon ganz gut. Und jetzt gibt es noch manche, die IPv6 unterstützen und manche nicht. Und die ganze Landschaft ist halt gefleckt. Also mal gibt es hier Inseln, da wird IPv6 voll unterstützt. Mal gibt es eben Bereiche, da wird nur IPv4 unterstützt. Also wie kann ein Netzwerk funktionieren, das eben diesen graduellen Umstieg von 100% IPv4 auf irgendwann wünschenswerterweise ja, 100% IPv6 wird man nicht erreichen können, weil da werden immer irgendwelche alten Geräte drin hängen,
die nur IPv4 unterstützen, aber man möchte quasi Schritt für Schritt, Prozent für Prozent ein Mischnetzwerk haben, in dem IPv6 langfristig einen größeren Teil ausmacht. So, und was machen wir dann, wenn eben wir hier ein IPv6-Netz haben und das ist jetzt so verbunden, da ist ein IPv4-Netz dazwischen und hier ist ein IPv6-Netz und die Pakete müssen jetzt über dieses IPv4-Netz durchgeleitet werden. Jetzt würde, wenn wir das ganz naiv machen würden, ein Paket ankommen mit einem IP-Header von 40 Bytes anfangs. Und es trifft auf einen IPv4-Router, der schaut in den ersten Eintrag, da steht Version IPv6, der Router kennt diese Version nicht, der IP-Header ist fehlerhaft, wird verworfen. Oder es erfolgt die Rückmeldung, dass der IP-Header fehlerhaft ist. Das heißt, ganz naiv gesehen würde man da eben keine Pakete über IPv4 routen können, aber was man dann eben macht, ist, dass diese Router, die hier an IPv4-Netzen hängen, aber beides beherrschen, die können eine Übersetzung vornehmen. Das heißt, sie nehmen das IPv6-Paket, so wie es ist, packen es in ein IPv4-Paket, senden es dann über das IPv4-Netz rüber, wieder zu der Insel, wo IPv6 voll unterstützt wird. Dort kann der Router das wieder entpacken aus dem IPv4-Paket und es weiterleiten. Hier ist es nochmal dargestellt, genau, wir haben ein, auf der logischen Sicht ist es, genau, wir haben ein Teilnetz mit voller IPv6-Unterstützung und Router können untereinander eben einen Verpackung- und Entpackungsdienst umsetzen, das nennt man eben Tunneln, weil in ein anderes Protokoll dieses Protokoll quasi gekapselt wird. Also jedes Paket aus IPv6 wird in jeweils ein Paket von IPv4 gesteckt und das nennt man eben Tunneln, weil es auf der einmal hineingegeben wird und auf der anderen Seite wird das IPv6-Paket aus dem IPv4-Paket entnommen. Genau, hier haben wir dieses Zwischennetz, das nur IPv4 unterstützt. Wir haben hier die Router, die beide unterstützen. Also es muss ja, also B und E sind in der Lage, sowohl mit per IPv4 zu kommunizieren als auch IPv6. Und jetzt kommt das Paket an, hat die Information bitte an F weitergeben. Dann wird dieses Paket von B eingepackt. Das ist der das IPv6-Paket in ein IPv4-Paket wird dann als Ziel aber geändert. Man hat nicht mehr den Zielknoten des Pakets drin, sondern das Ende des Tunnels. Ja? Also Eingang ins Tunnel ist der Knoten B, das heißt, hier wird das eben verändert, und Ausgang des Tunnels ist Knoten E. Und alle Pakete zwischen B und E, die eigentlich IPv6-Pakete enthalten werden, über das dazwischenliegende Netz in diese IPv4-Pakete gepackt. So, und wenn es dort angekommen ist, am Tunnelende, wird das Paket wieder komplett so herausgenommen, komplett wieder hergestellt und dann weitergeleitet. Also so ein Tunnel, das ist ein recht übliches Vorgehen. Also wenn Sie mal zum Beispiel in Richtung Sicherheit schauen, da wird ja auch oft das so realisiert, dass ein Tunnel über ein sicheres Protokoll realisiert wird. Das heißt, Sie bauen erstmal eine sichere Verbindung auf, HTTPS zum Beispiel oder eine SSH-Verbindung, und alle Ihre weitergehenden Netzwerk, Ihr weitergehendes Netzwerkverkehr an diesen Zielknoten wird über dieses sichere Protokoll gekapselt. Das heißt, jeweils die Anwendungspakete werden genommen, in das sichere Paket getan, abgeschickt über den sicheren Tunnel und auf der Gegenseite entpackt. Sie finden, wenn Sie mal suchen, ganz wilde Kombinationen zu Tunneln. Also was auch zum Beispiel öfter, habe ich mal gehört, gemacht wurde, ist, dass wenn Sie mal an freien WLANs sind, dann kommt auch oft so ein Pop-up, geben Sie Ihr Passwort ein und so, ja. Wenn Sie keinen Zugang dazu haben,
also keine Zugangsdaten haben, dann hat ja Ihr Rechner immer noch die DNS-Anfrage geschafft. Ja, also wenn Sie, ich weiß jetzt nicht, also ne, theoretisch immer nur betrachtet. Wenn Sie die DNS-Auflösung machen können und da steht irgendwie so eine menschenlesbare Adresse, dann hatten Sie eine DNS-Anfrage stellen können und Ihnen wurde die IP-Adresse mitgeteilt und Sie konnten das Paket an diese Authentifizierungsserver senden. Wenn Sie jetzt Ihren eigenen DNS-Server betreiben würden und diesen bei sich konfigurieren, dann würden Sie die DNS-Anfrage zu diesem Authentifizierungsnamen Ihrem DNS-Server schicken und von dort die Antwort bekommen, das ist IP-Adresse so und so. Jetzt gibt es verschiedene Tools, die quasi ihren gesamten Netzwerkverkehr in so eine DNS-Anfrage stecken. Das heißt, jede HTTP-Anfrage wird in eine DNS-Anfrage gesteckt. Das können Sie zu einem DNS-Server schicken. Dort wird sie entpackt. Ihre HTTP-Anfrage wird beantwortet, wieder als DNS-Antwort Ihnen zugeschickt. Das ist zwar etwas langsam, aber Sie können quasi HTTP-Traffic über DNS tunneln. Und DNS ist meist offen. Nur so am Rand, also Tunnel finden Sie eigentlich recht oft in der Protokollwelt. Okay, so viel eigentlich zu IPv6. Dazu wird es noch einen größeren Teil später geben in der Vorlesung. Das ist halt ein größeres Thema. Aber fürs Grundverständnis ist es ganz ausreichend der Stand, den wir jetzt hier haben. Also das heißt, was wurde gemacht? Es wurde vereinfacht. Das ist immer ein sehr gutes Argument für den Erfolg. Also wenn Sie ein Protokoll vereinfachen, je einfacher es geht, desto erfolgreicher wird es oft. Und was hat man Ihnen ganz essentiell benötigt? Größere Adressen, die hat man jetzt. Essentiell ist auch unser Hop-Limit und die Nutzdatenlänge und die Version. Nächsten Header müssen wir auch angeben, ob es zu TCP, UDP oder ICMP weitergeleitet werden soll. Und die Verkehrsklasse und der Flow-Label, naja, das ist halt ein bisschen Dienstgütevorhaben. Ob es langfristig genutzt wird, das wird man dann irgendwann mal sehen. Es kann sein, dass das irgendwann nicht genutzt wird, aber aktuell ist es halt drin. Und viel leichter geht das Protokoll eben nicht. Ja? Ja, das haben Sie gut bemerkt. Indem hier vereinfacht gezeichnet wurde. Also, wir können hier auch, ja, es sind 4x32 Bit, genau, das ist, genau, aber die anderen sind schon, damit man es nachrechnen kann, also die sind 8 und 8 und 8, nee, 16, sorry. Die Versionslänge ist wie bei IPv4, ich glaube, es waren 4 Byte, aber, und das 12 und das 6, aber die genaue Anzahl werden wir wahrscheinlich in der Prüfung nicht abfragen. Okay. Aber eine gute Frage eigentlich. Werde ich nochmal das nächste Mal nachholen. Okay. Jetzt gibt es erstmal dazu noch Fragen. Einmal zum IPv4-Datenformat, zu IPv6. Ja? Ja, genau, das ist also eine gute Frage. Also wie macht man das in echt, also die Umsetzung? Also genau, erstmal werden sich so einzelne Inseln formen, die IPv4 und IPv6 unterstützen. Und dann ist die Frage, wie kommunizieren diese Inseln miteinander? Also wie sind Inseln an sich untereinander verbunden? Das werden wir dann hier anschauen bei dem hierarchischen Routing. Die Antwort ist, dass letztlich die Inseln einzelne ISPs sind. Also wenn ein ISP oder ein Unternehmen oder neben sich irgendein Subnetz umsteigt, dann steigt das ganze Netzwerk um. Dann ist es nicht nur dieser Rechner und der Rechner, sondern wenn, dann wird so lange mit IPv4 kommuniziert, ja, bis eben die Router intern alle umgestellt sind. Und wenn das möglich ist, dann ist das gesamte Netzwerk unterstützt IPv6. Und dann ist die Frage, mit welchen anderen Inseln kommuniziert jetzt diese IPv6-Inseln? Und untereinander, und da gibt es nicht so viele
Variation. Also wird immer überschaubarer. Je höher man in diesem hierarchischen Routing kommt, also man hat da vielleicht einen kleinen ISP, der IPv6 unterstützt, und der kann auch identifizieren, ob sein größerer ISP, bei dem er anhängt, das auch unterstützt, dann wird es ja gehen, oder ob da ein Tunnellink zu Nachbarn möglich ist. Aber das wird alles besprochen, quasi, wenn wir uns anschauen, wie diese Inseln miteinander kommunizieren. Und genau, am Ende wird es dann so sein, dass man nur wenige Links hat zu anderen Inseln und die alle handhabbar sind. Okay, und das Schöne ist jetzt genau, Routing-Algorithmen. Das ist so eins der Hauptfragen. Wie wird ein Weg in so einem potenziell riesigen Netzwerk gefunden? Und idealerweise sollte ja der Weg möglichst kurz sein und möglichst günstig, und die Knoten, diese Wegeeigenschaften verändern sich auch, also die Kosten der Wege verändern sich, die Knoten zum Teil auch, es kommen neue hinzu, manche gehen weg. Und man braucht immer eine aktuelle Sicht, eine aktuelle Routing-Tabelle, die angibt zu jedem möglichen Ziel, wie ist unser Next Hop fürs Routing. Wie ist da das Zusammenspiel? Hier nochmal die Unterscheidung Routing und Weiterleitung bzw. Forwarding. Forwarding war ja der Punkt, bei dem wir schon eine Routing-Tabelle gegeben haben, und wir müssen eigentlich nur schauen, wie das längste Präfix ist, zu dem wir ein Match haben. Also bei 0111 ist das der längste Präfix. Kommt da ein Paket mit der 1011 an, dann ist unser längster Präfix einfach die 1, dann würden wir über Ausgang 1 routen. Also müssen wir immer bei einer gegebenen Routing-Tabelle schauen, wie ist der längste Präfix-Match, und zu jedem dieser Präfixe, zu jedem dieser Einträge steht eben eine Ausgangsleitung, und die müssen wir verwenden. Also eigentlich muss das nur sehr schnell geschehen. Das heißt, hier ist es am wichtigsten, wie schnell kann der Header und die Zieladresse gelesen werden, wie schnell ist das Mapping, das ist ein bisschen Hardware gefragt. Aber letztlich ist es von der abstrakten Sicht drauf recht einfach zu lösen. Wir schauen nur in die Tabelle und entscheiden sich, wo es raus soll. Genau, und das Routing beschreibt, wie wir zu dieser Tabelle kommen. Das heißt, woher wissen wir, dass alle Pakete, die mit einer 1 beginnen, über Ausgang 1 geleitet werden sollen? Und das ist eben die Aufgabe des Routing-Algorithmus. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie wir zu dieser Information kommen. Erstmal ein bisschen Theorie dazu. Das heißt, wie ist die Sicht auf das Netzwerk? Ein bisschen Graphentheorie. Das Ganze wird modelliert als Graph, das heißt, alle Router, alle Hosts sind Knoten, die miteinander verbunden sind mittels Links. Und hier gibt es immer nur 1:1 Verbindungen. Das heißt, jeder Router hat eine Menge von Verbindungen, und jeder dieser Verbindungen hat gewisse Kosten. Das kann man dann beschreiben in Form von Delay vielleicht oder Bandbreite oder je nachdem, was man verwenden möchte. Oft wird einfach Delay verwendet, so dass man den zeitlich kürzesten Weg wählen kann. Das ist das Ziel. Genau, solche Graphen, also immer wenn Sie ein Netzwerk haben, haben Sie oft diese Graphrepräsentation, und wenn es um Wegefindung geht, dann haben Sie oft wirklich nur diese Graphdarstellung. Okay, so, was sind Kosten? Genau, habe ich ja gemeint, das ist oft Delay. Hier wird erstmal abstrahiert. Das Wichtige ist, dass die Kanten, also die Verbindung zwischen zwei Knoten, Kosten haben, und nicht die Knoten haben Kosten, sondern die Verbindungen. Die können immer 1 sein, die können invers zur Datenrate sein, die können aktuell sich immer anpassen, dynamisch sein, also mit dem Verkehrsaufkommen zusammenhängen. Und was wir jetzt bestimmen wollen, ist, egal wie diese Kosten gesetzt sind, wie sie sich verändern, wir wollen zu zwei gegebenen Knoten, oft X1 und XP, die Liste aller Zwischenknoten finden, bei dem die Summe aller Zwischenpfade, also die Summe aller Kosten aller Zwischenlinks minimal ist. Das ist so die Fragestellung. Was ist der günstigste Weg zwischen zwei Knoten U und Z? Und der Routing-Algorithmus, der liefert Ihnen die Informationen, welches
ihr Next Hop sein muss, also welches ihrer Ausgangsports sie verwenden wollen, wenn sie zum Zielknoten Z kommen wollen. Also in jedem Knoten, hier zum Beispiel beim X, gibt es einen Eintrag, wenn ich zum Zielknoten XY kommen will oder Z hier eben, welchen meiner Ausgangsports soll ich verwenden? Wie ist der Next Hop? Sie müssen da nicht den gesamten Pfad kennen. Also der Knoten X muss jetzt nicht wissen, wie die ganze, wie das Routing, wie das Forwarding in 17 Folgeschritten aussieht, sondern nur den einen Hop muss er kennen, der für ihn eben am günstigsten ist. So dass in Summe der gesamte Pfad am günstigsten ist. Okay, jetzt kann man die ganzen Lösungen einteilen in verschiedene Lösungsbereiche. Das Einfachste, das, was man eigentlich gerne hätte, ist einfach globale Information zu haben, bei der alle Router das komplette Netzwerk kennen und dadurch zu jedem gegebenen Zielknoten sich berechnen können, wie ist denn der ideale Pfad. Aha, und wenn das der ideale Weg ist, dann verwende ich doch Ausgangsport XY. Dazu kommen wir gleich, dass, also wie man so etwas realisieren kann. Das ist mittels Link-State-Routing. Kommen wir gleich noch dazu. Der andere Ansatz ist, dass man nur die Information zu seinen Nachbarn hat und versucht, durch lokalen Austausch ein bisschen mehr über das Netzwerk zu lernen, um dann quasi durch diesen periodischen Austausch, dieses periodische Hinzulernen über das Netzwerk, man ein besseres Bild bekommt und man so zu jedem gegebenen Ziel dann eben den nächstbesten Knoten, Nachbarknoten bestimmen kann. Wir werden gleich, also da werden wir das als Paradebeispiel Distance Vector Routing kennenlernen. Muss Ihnen jetzt noch nicht sagen, da kommen wir noch dazu. Was auch noch berücksichtigt wird, ist, ob die Routen statisch sind oder dynamisch. Das heißt, wenn Routen statisch sind, dann ist es oft ganz bequem und angenehm, weil die Aktualität der einmal verteilten Informationen oft immer noch gegeben ist. Das heißt, einmaliges Ausführen ist oft okay, weil die Informationen, die man damit einsammelt, sind lange verwendbar. Und da kann man teure Vorweg-Operationen eben in Kauf nehmen, weil man sie eben lange nutzen kann. Anders ist es, wenn das Netzwerk sehr dynamisch ist, wenn die Routen und die Kosten sich ständig ändern und die beste Route stetig sich verändert, dann müsste man den Algorithmus periodisch ausführen, ihn immer wieder aktuell halten. Und dann ist es wichtig, wie teuer der ist. Und dann darf er eben nicht so teuer sein, um eben diese periodischen Ausführungen nicht zu teuer zu gestalten. Okay, bei dem statischen sind auch manchmal manuelle Konfigurationen okay. Das haben Sie vor allem, wenn Sie zu Hause sind und Sie sind dann verbinden sich mit Ihrem Router und bekommen per DHCP eine Adresse zugewiesen. Dann steckt eben in diesem DHCP-Paket drin, wie Ihre Standardroute sein soll, und zwar zum Router hin, zu einem Access Point oder was auch immer Sie verwenden. Und diese Route passt dann für alle ihre IP-Adressen, die sie als Ziel haben. Naja, fast, es sei denn, sie suchen im lokalen Netzwerk. Aber sonst haben sie so ein Standard-Gateway manuell oder einmal langfristig eingetragen. Und ansonsten, das ändert sich nicht. So einen dynamischen Fall haben sie oft, wenn sie so ein... Früher wurden oft so Mobile-Ad-Hoc-Netze besprochen, dass die Knoten dann herumlaufen und mit ihrer Nachbarschaft kommunizieren können. Und dann das typische Szenario dazu ist so das Katastrophenszenario. Hier gibt es eine Überschwemmung, die ganzen Funkmasten fallen aus und die Knoten wollen aber dennoch kommunizieren. Und dann geht es bei Multi-Hop-Kommunikation, aber durch die Bewegung ändert sich immer die Qualität und dann braucht man etwas dynamischere Algorithmen. Wir hatten auch mal eine Studie gemacht, das war ganz interessant. Wissen Sie, wie Feuerwehrleute bei Katastrophenszenarien kommunizieren? Welche technische Meisterleistung sie verwenden, um eine Nachricht von A nach B zu kriegen? Haben Sie da eine Vermutung? Also es war eine Umfrage bei Feuerwehrzentralen,
wurde systematisch gemacht. Ich glaube 2008 oder 2009. Kann sein, dass es mittlerweile anders vorgeht. Rauchzeichen, ne? Also in Städten, also wenn da naja, halbwegs alles überschaubar ist, ja. Also oft haben sie ja so einen Katastrophenfall räumlich begrenzt. Kleiner Tipp, sie brauchen schnelle Beine. Da wurde, also die Aussage war wirklich, dass sie dann laufen. Sie haben dann irgendwelche Datenträger vielleicht, Papier vielleicht und dann laufen sie dann. Ist mittlerweile vielleicht anders, also. Aber okay, schauen wir uns also an. Was ist denn, also zwei interessante Routing-Verfahren möchte ich Ihnen da vorstellen. Einmal Link State und einmal Distance Vector Routing. Das sind wirklich bekannte Sachen, die sollten Sie auch im Schlaf auswendig können. Okay. Der Link State Algorithmus basiert auf der Annahme, dass wir eine globale Sicht aufs Netzwerk haben. Das heißt, alle Kanten, alle Knoten, alle Kosten sind den Knoten bekannt. Ja? Und alle Knoten haben das gleiche Wissen. Ja? Wir haben ein globales Wissen über das Netzwerk und darauf können wir Dijkstra anwenden. Das heißt, wir können die günstigsten Pfade von einem Knoten ausgehend zu allen anderen Knoten bestimmen. Dijkstra gehen wir auch nochmal gleich durch. Aber jedenfalls ist der Grundgedanke, dass ausgehend von sich selbst betrachten Sie, was ist denn der kürzeste Weg, den ich jetzt habe, also die kürzeste Link. Und diesen nehmen Sie auf in die Menge Ihrer erreichbaren Knoten, weil den werden Sie nicht schneller erreichen können. Und dann haben Sie Ihr Netzwerk vergrößert und dann schauen Sie sich an, welches, ich glaube zu Dijkstra, da kommen wir noch gleich. Aber jedenfalls, der Hauptgedanke ist, Sie kennen das gesamte Netzwerk, Sie kennen jeden Knoten, alle Kanten, Kosten und alle Knoten haben diese Information. Und wie kommen Sie dazu? Dazu kommen Sie, das ist so die Eselsbrücke, indem Sie den Link State, was ist der Link State? Das ist die Information zu dem Knoten, wie ist seine Adresse und seine Links, also welche Nachbarn hat er und wie sind die Linkkosten dazu. Das heißt, wenn Sie dieser Knoten sind, haben Sie eine Menge von Nachbarn, ja, deren IP-Adressen müssen Sie angeben und all diese Links haben bestimmte Kosten. So, und wenn Sie diese Information zu sich selbst und Ihren Nachbarn an alle Knoten verteilen mittels Fluten, dann erfährt jeder Knoten im Netz über Sie Ihren Zustand, Ihre Nachbarschaften, Ihre Kosten. Und ebenso, weil es alle anderen Knoten auch machen, erfahren Sie von allen anderen Knoten, deren Verbindungen und deren Kantenbewertungen. Und einfach indem Sie Ihre Sicht, Ihre kleine Sicht ins gesamte Netz fluten, lernt jeder Sie kennen und Sie lernen alle anderen kennen. Und schon haben Sie das globale Wissen, um darauf den Dijkstra-Algorithmus anwenden zu können. Und Sie können jetzt zu jedem Zielknoten, der Ihnen eben über den Sie in Erfahrung gebracht haben, berechnen, wie ist der Next Hop, um am schnellsten zu dem zu kommen. Wie funktioniert nochmal Dijkstra? Also, indem wir ausgehen, wir schauen uns erstmal an, über welche Knoten haben wir was erfahren, also welche Knoten gibt es überhaupt, N, und wenn das die Kosten sind, setzen wir die erstmal überall initial auf unendlich, es sei denn, es sind unsere Nachbarn. Dann setzen wir die auf den Wert, den sie zu uns haben. Also wenn das wieder der Knoten ist, der hat drei Nachbarn, 1, 2, 3, 4 ist diese Kosten. So, und alle anderen Knoten, die es drumherum gibt, zu denen setzen sie die Entfernung in ihrer Tabelle auf unendlich. Nun wählen sie den Knoten, den Link, aus ihrem Netzwerk, den sie am günstigsten erreichen können, das ist eben dieser Knoten 1, und sie bestimmen den Vorgängerknoten dazu, also wie ist der Next Hop, das ist ihr Knoten X, um nach A zu kommen, Vorgängerknoten bzw. Next Hop ist der Knoten A. Und dann bestimmen sie ihr neues N', das sind dann diese zwei Knoten.
Und Sie schauen sich an, wieder, was sind diese Verbindungen, die A hier hatte. Hier kommen also noch Kosten hinzu, was weiß ich, 6 in Summe und 7 und vielleicht auch 2. Und dann gehen Sie von diesem bisschen größeren Netzwerk aus, schauen sich an, welcher Knoten ist am besten wieder zu erreichen. Den nehmen Sie wieder auf in Ihr Endstrich und so wächst Ihr Netzwerk Schritt für Schritt iterativ, bis Sie am Ende alle Knoten aufgenommen haben. Nochmal, der Deichsel, ich glaube, den hatten Sie schon mal im Studium mal kennengelernt. Also Sie gehen von Ihrem initialen Netzwerk aus, das quasi nur Sie initial umfasst. Sie betrachten alle Nachbarn, also für alle Ihre Nachbarn setzen Sie die aktuellen Kosten. Alle anderen werden auf unendlich gesetzt. Dann suchen Sie sich den Knoten aus, der an dieses Netzwerk, das schon für Sie fest ist und an die kürzesten Wege bekannt sind, aus am günstigsten zu erreichen ist, also dessen Distanz zu dem Netzwerk, das Sie schon haben, minimal ist. Dann fügen Sie das zu Ihrem Netzwerk hinzu. Sie fügen alle seine Nachbarn hinzu, indem Sie eben schauen, erreiche ich diesen Nachbarn über den neuen Zwischenknoten schneller oder hatte ich vorher schon einen günstigeren Weg. Und dann haben Sie ein neues Endstrich und dann machen Sie das Ganze, also Knoten für Knoten, nehmen Sie immer den nächstbesten zu erreichenden auf, bis Sie eben alle Knoten erfasst haben. Okay. Hier ist nochmal ein Beispiel. Wir werden jetzt heute nur noch diesen Dijkstra durchnehmen. Wie ist das in der ersten Runde? Weil da gibt es ja die Umfrage. Ist die Person mit der Umfrage schon da? Okay, super gut. Genau, das heißt, initial gehen Sie von sich aus. Sie haben jeweils die Kosten zu Ihrem Nachbarn. Also der U, Knoten U ist verbunden mit V, X und W. Genau, das sind die Verbindungen. So, und unser Endstrich umfasst jetzt aktuell nur diesen Knoten. So. Und zu jedem Knoten ist noch der Vorgängerknoten bekannt. Das heißt, dadurch, dass U eben Vorgängerknoten auf dem Pfad ist zu X, V und W, trägt er sich als Vorgängerknoten ein. Alle anderen kriegen unendlich. Unter dieser Liste ist X am schnellsten zu erreichen. Das heißt, X wird in Endstrich aufgenommen. Das ist jetzt unser Netzwerk, also unsere Menge der Knoten, die wir minimal erreichen können. Und jetzt werden alle Nachbarn von X auch aufgenommen. Das heißt, Y wird aufgenommen mit der Distanz 1 plus 1. Es wird für W geprüft. Hier habe ich die Distanz über X 1 plus 3. Vorher habe ich W über die Kosten 5 erreicht. Das heißt, hier wird der Wert aktualisiert. V wird nicht kürzer erreicht. Also über X hätten wir eine Distanz von 3. Vorher hatten wir Distanz von 2. Daher bleibt V gleich. Wir haben angegeben, dass nach W kommen und Y kommen wir über X schneller an, sodass wir immer den Vorgängerknoten noch mitspeichern. Und nun schauen wir uns an, aus all diesen Verbindungen, die wir haben, welches ist am schnellsten zu erreichen. In diesem Fall wurde zum Beispiel Y aufgenommen. Man hätte auch V aufnehmen können, da gibt es einen Tiebreaker, also irgendwie muss man sich ja entscheiden. Es wurde jetzt Y aufgenommen. Jetzt schauen wir uns an, welche Knoten erreichen wir noch über Y. Das ist nur Z. Da haben wir Distanz 1 plus 1 plus 2, also 4. Über Y erreichen wir W schneller. Das heißt, wir tragen für W Y als Vorgänger ein. Und die Distanz 1 plus 1 plus 1. Für V ändert sich nichts. Und jetzt nehmen wir V auf, weil die Distanz zu Knoten V am geringsten ist aus den verfügbaren Knoten, mit denen wir noch nicht in Verbindung stehen. Und dann wird geschaut, wen können wir über V erreichen. Da gibt es keine Änderungen, das heißt, die Verbindungen bleiben gleich. Wir nehmen jetzt dann also W auf, der Vorgänger von W. Also W erreichen wir über Y, Y erreichen wir über X, X erreichen wir über U. Und dann haben wir alle Knoten aufgenommen. Und jetzt können wir, indem wir einfach uns ansehen, wie kommen wir am schnellsten zu Z, in unsere Tabelle schauen. Hier ist Z zuletzt aufgenommen worden, über Y. Wie kommen wir an Y? Y ist über X erreichbar. Wie kommen wir an X? X ist über U erreichbar und dann kennen wir den Weg zu Z, nämlich U, X, Y, Z. Und für U ist eigentlich nur relevant, so egal welchem Ziel wir wollen, wie ist unser Next Hop? Das heißt, unser Next Hop in diesem Fall wäre X, wenn wir zu Z
gehen wollten mit minimalen Kosten. Okay, ich glaube, das werden wir morgen nochmal aufgreifen. Ich will noch ein bisschen Zeit lassen für die Umfrage. Was jetzt doch die Diskussion betrifft, was das für Kosten bedeutet. Wir erweitern ja unser Netzwerk der minimal erreichbaren Knoten immer um 1. Das heißt, wir brauchen N Schritte. Und wir müssen immer wieder vergleichen, ob wir mit der neuen Nachbarschaft, also mit dieser Erweiterung unseres N-Strichs, neue Verbindungsmöglichkeiten haben. Das heißt, pro Runde müssen wir im Schnitt n mal n plus 1 halbe Vergleiche durchführen. Das heißt, O von n Quadrat Vergleiche letztlich bis zur vollständigen Durchführung des Aktualisierung der Routing-Einträge. Das kann man zwar etwas optimieren, aber die Herausforderung ist eigentlich darin, dass man das gesamte Netzwerk flutet mit seiner Routing-Information und das ist ein bisschen ineffizient. Ja, also wenn da das Netzwerk besonders groß wird, dann gibt es auch sehr viel Geflute. Und das wissen wir ja, ist ineffizient. Ein weiteres Problem, das wir noch betrachten werden, ist, wenn sich Werte ändern. Das heißt, wenn irgendwo ein Wert sich verändert, dann geht es hin und her. Aber ich glaube, das nehmen wir lieber mal morgen nochmal auf. Das heißt, wir können sowas haben wie oszillieren. Das heißt, mal ist der eine Weg schneller, mal ist der andere Weg schneller, mal ist wieder der eine Weg schneller. Also wenn immer so ein Epsilon hinzukommt, dann ergeben sich dann immer kleine Änderungen und das gesamte Netzwerk muss sich ein bisschen anpassen. Das ist auch ineffizient. Okay, jetzt möchte ich dann also mich erstmal für die Teilnahme bedanken. Ich möchte Sie nochmal erinnern, ne? Nehmen Sie an der Evaluation teil, das ist sehr wichtig. Und dann übergebe ich mal das Wort für die Umfrage. Dankeschön. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Steffen Karbold.